Die meisten Christen und Nichtchristen wissen, dass es in der Geschichte über das Leben Jesu eine riesige Lücke von 18 Jahren gibt, aufgrund des Mangels an biblischen Referenzen. Jesus verschwand für mehr als die Hälfte seines Lebens zwischen dem 12. und 30. Lebensjahr von den Seiten der vier Evangelien des Alten Testaments und tauchte erst danach wieder auf. Die letzte Erwähnung von Jesus in seiner Kindheit erscheint im Evangelium von Lukas, wo erwähnt wird, dass er im Alter von 12 Jahren während eines Besuchs in Jerusalem mit seinen Eltern, um das Passafest zu feiern, verloren geht und 3 Tage später im Tempel gefunden wird. Aber was geschah dann vor diesem Ereignis, als Jesus 12 Jahre alt war, bis zu seiner Wiedererscheinung mit 30 Jahren, als er Johannes den Täufer um eine Zeremonie im Jordanfluss bat? Die einfachste Erklärung für die verlorenen Jahre von Jesus ist, dass er seine Jugend in Nazareth verbrachte und als Schreinerlehrling bei seinem Vater Josef arbeitete. Diese Theorie ist eine der am meisten akzeptierten, da Söhne in der Regel den gleichen Beruf wie ihre Väter ausübten. Allerdings gibt es in dem Evangelium eine seltsame Frage. In Markus Kapitel 6, Vers 3 fragt sich die Menschenmenge nach seinem Auftreten: Ist das nicht der Zimmermann? Die Frage ist ziemlich seltsam, da es in einem Dorf mit höchstens 2000 Einwohnern, was die geschätzte Größe von Nazareth zu der Zeit war, sehr ungewöhnlich ist, dass sie überrascht sind, ihn zu sehen. Wie ist es möglich, dass sie ihm in einer so kleinen Bevölkerung während so vieler Jahre nicht begegnet sind? Andererseits ist die Frage in Matthäus Kapitel 13, Vers 55 bei derselben Begebenheit leicht unterschiedlich und lautet: Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Diese Frage würde die Theorie beenden, dass Jesus Zimmermann war. Aber nicht nur das, sie zeigt auch, dass Jesus seit langem nicht mehr gesehen worden war und später vorgestellt wurde, indem die Namen seiner Eltern und ihrer Verbindung erwähnt wurden. Außerdem wird Jesus in keinem der von den verschiedenen Kirchen akzeptierten Evangelien als Zimmermann beschrieben. Deshalb gibt es viele Gründe anzunehmen, dass Jesus diese langen Jahre außerhalb von Nazareth verbracht hat. Und nicht nur das, es scheint, dass er vor seinen öffentlichen Auftreten eine Ausbildung erhalten hat. Ein sehr wichtiges Ereignis innerhalb der jüdischen Gemeinschaft ist, dass wenn Kinder 13 Jahre alt werden, das Bar Mitzwa gefeiert wird, was Erwachsener bedeutet. Von diesem Zeitpunkt an gelten Jugendliche nach jüdischem Gesetz als Erwachsene Verantwortliche für ihre Taten. Daher ist es kein Zufall, dass es keine Aufzeichnung von Jesus im Alter von 13 Jahren und danach gibt. Ab diesem Zeitpunkt begann er gewissermaßen mit der beruflichen und pädagogischen Ausbildung, die er für den Rest seines Lebens durchlaufen sollte. Da die Eltern von Jesus wussten, dass ihr Sohn besonders war, dachten sie wahrscheinlich, dass Jesus einen Lehrer oder Führer brauchte, der ihn auf seine Ausbildung vorbereitete. Deshalb wird vermutet, dass Jesus möglicherweise mehrere Jahre damit verbracht hat, zu lernen, bevor er seine eigenen Jünger versammelte. Er soll unter der Obhut und Lehre der letzten Person des Alten Testaments und Propheten, Johannes dem Täufer, gestanden haben. Matthäus sagt, dass als Jesus Johannes bat, ihm zu taufen, Johannes antwortete: Du bist es, der mich taufen sollte. Was nur eine Referenz darauf ist, dass der Schüler den Meister übertroffen hat. Es gibt jedoch eine andere Möglichkeit, nämlich dass junge Menschen, die sich im spirituellen Bereich ausbilden lassen wollen, zur Essener-Gemeinschaft in Qumran gingen. Die Essener waren Teil einer frommen jüdischen Sekte mit einer großen Gemeinde am Toten Meer, etwa 30 Meilen südöstlich von Jerusalem. Sie waren größtenteils unverheiratet, führten ein monastisches Leben, teilten alle ihre materiellen Besitztümer und praktizierten verschiedene spirituelle Disziplinen und Askese. Die Essener galten spirituell höher stehend als andere Juden, weil sie das Judentum auf der Grundlage des mosaischen Gesetzes praktizierten. Es scheint, dass Johannes der Täufer und möglicherweise auch Jesus und seine Familie dieser Gemeinschaft nahestanden. In jedem Fall gibt es in den Schriftrollen von Qumran mehrere Berührungspunkte mit der schriftlichen Botschaft. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Johannes der Täufer eine Zeit lang in dieser Gemeinschaft lebte und dort einen Großteil seiner religiösen Ausbildung erhielt. Nicht nur das, Qumran lag auch an einer wichtigen Handelsroute nach Osten und die Essener mussten mit den verschiedenen Kulten und Religionen ihrer Reisenden vertraut sein, die teilweise vom Buddhismus
und den hinduistischen Veden beeinflusst waren. Dies eröffnet andere Möglichkeiten, wo Jesus während seiner verlorenen Jahre gewesen sein könnte. Im Jahr 1887 hatte Nikolai Alexandrowitsch Notowitsch, ein russischer Abenteurer und Aristokrat, während seiner Reise durch Nordindien und das Kaschmirtal einen Unfall, der ihm einen Beinbruch verursachte. Glücklicherweise lud ihn der Abt des buddhistischen Klosters von Hemis in Ladakh ein, sich im Kloster zu erholen. Während seines Aufenthalts erfuhr Notowitsch von einem Manuskript, das die Figur von Jesus beschrieb, der angeblich in der Region von Kaschmir und Tibet lebte und lernte. Nach Notowitsch trug das Manuskript den Titel »Das Leben des heiligen Issa, dem Besten der Menschenkinder«. Der nicht belegte Name Issa ähnelt dem arabischen Namen von Jesu Isa, der im Koran verwendet wird. In dem Manuskript wird die Geschichte einer Figur erzählt, die angeblich Jesus war, der Galiläa als Jugendlicher verließ und durch Persien bis nach Sind im Westen Indiens reiste. Der Text sagt, er hatte die Absicht, sein Verständnis für das Göttliche zu verbessern und zu perfektionieren, sowie die Gesetze des großen Buddha zu studieren. Er reiste durch Indien und erreichte schließlich den Tempel von Jagannath in Puri, wo er die Vedas mit den Brahmanenpriestern studierte. Nach 6 Jahren in Puri und Rajgir reiste er in den Norden nach Tibet, wo er Yoga und Buddhismus in tibetischen Klöstern studierte. Die Geschichte zeigt, dass er Indien im Alter von 29 Jahren verließ und über Persien nach Israel zurückkehrte. Im Jahr 1894 kehrte Notowitsch nach Russland zurück und veröffentlichte Das unbekannte Leben Christi, aber man nannte ihn einen Lügner und die Geschichte geriet in Vergessenheit. Jahre später, im Jahr 1922, reiste einer seiner härtesten Skeptiker, Swami Abhedananda, Gründer der Vedanta-Gesellschaft in New York, in den Himalaya, um die buddhistische Philosophie und den Lamaismus zu studieren. Zufällig kam er zu Fuß nach Kaschmir und beschloss, das Hemis-Kloster zu besuchen, wo sich Notowitsch aufgehalten hatte. Swami fragte den Abt nach dem umstrittenen Manuskript und zu seiner Überraschung übergab der Abt es ihm, woraufhin er seinen eigenen tibetischen Übersetzer engagierte, der es kopierte. Als er nach New York zurückkehrte, stellte er fest, dass seine Übersetzung mit der von Notowitsch übereinstimmte. Anscheinend wurden die Originalrollen von Brahmanen-Historikern nach dem Tod von Jesus geschrieben, da Händler aus dem Nahen Osten ihnen von der Geschichte der Kreuzigung erzählten. Dann schrieben die Brahmanen ihr eigenes Evangelium. Paramahansa Yogananda erwähnt in seinem Buch The Second Coming of Christ in der Rede 5 mit dem Titel Das unbekannte Leben Jesu, seine Reise nach Indien, dass es Dokumente über seinen Besuch gibt. Die Geschichte von Jesu Aufenthalt in Hemis scheint von Helena Blavatsky in ihrem Buch Isis Unveiled aufgegriffen zu werden. Im Original wurde der Reisende mit den gebrochenen Beinen auf den Berg Athos in Griechenland gebracht und fand den Text der wahren Lehre in der Bibliothek des Klosters. In dem Buch Das Wassermann-Evangelium von Jesus dem Christus behauptet Levi E. Darling ebenfalls, dass Jesus nach Tibet, Indien und anderen Ländern gereist ist und beschreibt diese Reisen viel ausführlicher als das Buch von Notowitsch. Es scheint, dass die Idee, dass Jesus einen Großteil seines Lebens im Orient verbracht hat, weit verbreitet ist. Wäre es möglich, dass diese Reisen einen Teil der verlorenen Jahre von Jesus erklären?